So, Herrschaften, ich begrüße euch zur 22. Episode Daily Daddy Tommy. Noch liege ich hier, aber gleich, heute ist Waschtag. Ja, heute ist Sonntag, da ist Waschtag. Aber nicht für mich, nicht für die Kinder, nicht für Katharina, nein, für Kloppo. Ich liege jetzt quasi hier, kurz vorm Spiel, wenn gleich Wolfsburg gegen Werder spielt. Übrigens Stuttgart, Hut ab, 5-1 gerade gegen Hannover. Das hätte man so jetzt auch vorher nicht erwartet. Wobei ich auf Stuttgart getippt habe, aber ein 5-1. Katharina ist nämlich gerade noch mit Kloppo unterwegs und dann muss ich den gleich hochschleppen, die fette Sau. Auf jeden Fall, ja, der hat aber locker seine 37 Kilo, da muss ich den gleich mal hochschleppen, dass er einmal durchgewaschen wird, ne? Schauen wir mal, das gibt's gleich, und jetzt erstmal den Vorspann und dann geht's gleich los. Bevor man das Hündchen nach oben trägt, kann man sich ja noch ein bisschen stärken. Das ist der Vorteil, wenn man 1,4 Kilo Rinderfilet den Tag vorher gemacht hat. Da bleibt meistens was über. So, komm her hier, Kloppo. Jetzt geht's nach oben. Komm, hier hin. Ich glaube, der weiß, was ihm blüht. Und bleib nicht hinsetzen. Was ist schon die Idee? Ich muss nicht. Oh, nee, essen darf man nicht. Nee, essen jetzt oder jetzt nicht vom Duschen. Ja, aber dann geht's wahrscheinlich wieder nicht. Ich halte es fest. Nee, du gehst mal alles ein. Alles gut. Oh, ein stattliches Gewicht. Oh Gott, im Himmel. Oh, Kloppo, ey. Alter Schwede, ist der schwer. Hallo! Ja. Boah, ja. Ich sag ja. Ey, der wiegt doch locker 40. Da weißt du, was du getan hast. Hallo! Oh Gott, ey. Jetzt weiß ich wirklich, was ich getan habe. So. Und da, Leon, hier vorhin. Was ist dir geplatzt? Die Kekstüte, ne? Ja, da lief die Tüte. Da, die Kekstüte geplatzt ist. Der Rest dick. Kloppo saugt gerade. Das Kloppo gerade. Nee, Kloppo, hier ist noch was. Wieso hast du auch noch was auf dem Boden? Der geht ja nicht hoch, deswegen, das ist für den ja was ganz Neues. Kloppi? Kloppo, hier kannst du noch was essen. So, jetzt komm mal schön mit ins Badezimmer. Kloppo, komm mal. Oh, wolltest du im Zelt gucken? Ja. War der Hans schon mal hier oben? Ne? Klar, er ist ja schon mal hier oben gebadet worden. Ja, nein, jetzt. Das ist darf ich? Da kriegt er. Bocklöbbe. Alles ist gut. Hat er Angst? Eigentlich ist er eine Wasserratte. Eigentlich. Wohl eher ein Wasserhund. Guck mal. Das ist ganz genial. Guck mal, wie schön. Hey. Da freut er sich. Hier, könntest du mal noch ein Stückchen weiter reingehen? Alles gut, alles gut. Ist gut, guck mal, ich bin ganz nass. Alles ist gut. Alles ist gut. Oh, guck mal, was ist das? Soll ich dir das Shampoo geben? Nein. Wie noch weit hast du gelassen? Jetzt sieht er aus wie ein begossener Pudel. Gibt's noch ein bisschen Shampoo? Oh ja, jetzt wirst du massiert, Kloppi.
Maul nichts wie süß. Muss sagen, Frauchen, einmal hinterm linken Ohr. Ja. Ich hier ist der Papi. Es ist schwierig bei so einem haarigen etwas. Ach komm, ich bin jetzt eh nass. Oh, hier hast du noch was gemacht. Ja, so. Schön unserem Bäuchlein, ne? Kann ich ihn auch mal abwaschen, Mama? Nee, das nicht, das mal machen. Oh, Mama, voll in die Augen von Kloppo. Er sitzt aber relativ entspannt da, ne? Kloppo, alles gut? Hm? Ja. Kann Kloppo gleich noch ein bisschen hier oben bleiben? Ja, ich hab jetzt meine... Der geht aber gleich ab wie eine Granate. Wieso? Weil die sich dann trocken wischen wollen. Oh. Ja, ist doch egal. Ja, kann ja das Handtuch da hinlegen. Ich habe mein Lego jetzt weggeräumt, den Sitz hat und auch ein bisschen aufgeräumt, damit er dann noch die Kekse hat. Der sitzt natürlich genau auf dem Abfluss. Nee, sitzt er nicht. Nee. Och, wie süß, jetzt sieht er aus wie ein abgegossener Pudel. Ja, guck mal, und der ist gar nicht so dick. Der sieht aus wie ein Windhund. Jetzt haben wir einen frisch riechenden und gut riechenden Hund. Kloppo, könntest du ausgehen heute? Ja, mit einer feinen Dame. Und dann kann man dir noch eine schöne Fliege dran machen und dann... Mama, der Schwanz! Ja, ich mache Stück für Stück. Sieht Kloppo süß aus. Ja, Kloppo, das ist doch gleich vorbei. Ist doch gleich vorbei. Wenn er in echt so jemand Luftball hätte, das wäre auch toll, ne? Mhm. Kloppo, das ist doch gleich vorbei. Papa, jetzt ist er kochen. Aber süß sieht er aus. Das mache ich gleich auch in der Dusche, mich so hinsetzen. Und so aufhören, dass ich mich gar nicht bewege. Dann muss Mama mich duschen. Das wäre doch toll, ne? Ja, wir müssen ja eh noch duschen. Und dann mache ich so. Filmst du? Ja, habe ich gerade angeguckt. Geht das zu groß? Oder ist das zu groß? Mama, das hier. Du musst ihn mal zurückhalten, so. Sonst haut er ab. Ja, genau. Oh, wie gut er riecht. Nee. Oh, das fühlt sich so an. Oh, wie schick! Gut. So. Im Kammer jetzt mal die Tür aufmachen. Nein, noch nicht runtertragen. Doch, der muss jetzt runter. Nein. So nass wie der ist, fühlt er sich auch nicht gut. Mach mal die Tür auf. Los, mach auf. Oh, Kloppo hat Angst. Weg. Ist alles gut. Oh. Nein! Wir haben es geschafft, Kloppo. Es ist ja jetzt nur im Winter, Thomas. Im Sommer machen wir es ja draußen. Und Platz jetzt. Platz. Nee, der läuft jetzt hier so rum. Nee? Kloppo. So gucken, aber. Oh, mach da. Er ist jetzt erleichtert. Ja, aber so sehe ich ja auch aus. Mama, kannst du uns jetzt waschen? So wie Kloppo. Mhm. Aber als erstes nicht. Nein. Doch nicht. Also ich glaube, der wiegt wirklich bestimmt 40 Kilo. Schönen Sonntag.